Einen wunderschönen guten Abend. Es ist 21 Uhr und 6 Minuten. Ich bin ein bisschen zu spät. Wir sind ein bisschen zu spät. Unser kleiner Max schläft noch nicht. Mama hat sich jetzt gerade nochmal dazugelegt. Er wird aber dann, sofern er einschläft, auch dazu kommen. Haben wir uns natürlich alles ein bisschen anders überlegt. Aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Daher machen wir das Ganze jetzt erstmal so. Ich fange erstmal alleine an, wir suchen uns was Schönes aus und er kommt dann auf jeden Fall noch dazu, später, sobald der kleine Mann schläft. Einen wunderschönen guten Abend. Wie gesagt, Sascha kommt noch. Habe ich Mittwoch gesagt? Es ist Freitag. Also Sascha kommt gleich, er bringt gerade noch den Max ins Bett, der beschlossen hat, heute nicht schlafen zu wollen. Der ist krank. Warten wir einfach mal ab, ob er kommt. Ob er sich versteckt. Aber er hat gesagt, er kommt. Ja. Also, heute ist das Thema Pickscan. Wir fangen schon mal an. Ich hoffe, er kommt noch. Und ja. Ja, klar bekommt er den unbequemen Stuhl. Er hatte den gleichen Stuhl wie ich. Weiß ich, unten in seinem Büro. Nur in schwarz. Ich habe gesagt, willst du den hochtragen? Aber dann kam, wie gesagt, guten Abend, Rolf Dieter, dann kam der Max eben jetzt dazwischen. Deswegen, ich bin auch gerade vor 3 Minuten erst hier hoch, habe noch schnell alles so ein bisschen auf die Seite geschoben. Und ja, so ist es. Ich wollte aber jetzt gerade mal schnell noch was gucken, weil ich, wie gesagt, ja eben gerade erst hochgekommen bin. Ich wollte mal was gucken bei uns im Shop. Ich bin jetzt im Plottermarie Shop und wollte mal was schauen. Wir haben ja heute noch. Nein. Wir haben ja heute noch die Aktion mit dem ab 50 Euro Warenwert gibt es eine Straßdose dazu. Ich wollte jetzt nur gerade mal gucken, ob vielleicht Schwarz und Gelb doch schon freigeschalten worden sind. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Also ich habe es jetzt gerade eben nicht entdeckt. Vielleicht wird man das ja noch tun. So, ihr Lieben, also wir haben heute das Thema Pickscan-Matte. Sascha kommt noch, aber ich fange jetzt einfach mal an. Versprochen ist versprochen. Diese Pickscan-Matte ist was, das wir ja alle zu Hause haben, also fast alle. Ne? Und wenn man bei uns anfängt in diesem Business, Plotter, Folien, Verkauf und so, bekommt man als allererstes immer eine Geschichte erzählt. Und die lautet wie folgt. Also, irgendwo, in irgendeinem Wald, ganz, ganz tief hinten, wohnt eine Hexe. Und diese Hexe entwirft eben jenes Zubehör und jede Folie. Und auch die Geräte dazu. Und jedes Gerät belegt sie mit einem Fluch. Jener heißt, haben muss oder haben will. Das Ganze wird verkauft, wissen wir, kennen wir auch. Aber eines dieser Zubehöre belegt sie mit einem extra Fluch und der verzaubert eben dieses Zubehör, dass man es irgendwie ganz komisch findet, es einen ängstigt und dass man es ganz tief vergräbt. Totaler Käse eigentlich, weil man muss sich nur vertrauen und dann geht es. Und es gibt natürlich auch Zaubersprüche, dieses ganze Drumherum kann ich euch jetzt mal ersparen. Aber ihr müsst immer, wenn ihr dieses Ding in die Hand nehmt, an diese Hexe denken und euch sagen, mich trifft dieser Fluch nicht, weil diese Matte ist echt super geil. Und ihr müsst euch vertrauen, ihr vertraut jetzt heute mal mir und dann probiert es einfach aus. Und diese Matte braucht der Brother nicht, weil der Brother hat einen Scanner, nicht nur einen, um Passermarken zu lesen, sondern auch die Sachen, die eben auf der Matte drauf sind. Bei euch ist der Scanner komplett eingebaut. Wir müssen das Ganze umgehen. Und wir hatten ja letzte Woche das Thema. Nein, ich bin nicht diese Hexe. Wir hatten ja letzte Woche das Thema Passermarken. Und ihr habt ja gesehen, es ist ein Punkt und 2 Haken. Und exakt genau das Gleiche ist auf meiner sockenverfusselten Pickscan-Matte. Das ist eben jene hier. Wir haben den Punkt und wir haben auch diese anderen Teile, die man eben braucht. Ob die Passermarken verkleinern das A4-Blatt beim Print and Cut um bestimmt 8 cm, weil eben oben diese Passermarken sind, unten diese Passermarken, ihr habt es ja gesehen, habe ich es noch hier? Ja.
Also man hat immer oben so ein Stück, wo nichts geht, unten so ein Stück, wo nichts geht und seitlich auch. Also wenn wir jetzt wirklich Mengen an Stickern oder sonstige machen möchte, oder wir hatten ja mal diesen Hasen auf meinem Shirt. Wenn ich den Hasen auf der, mit Print and Cut machen würde, wäre der Hasen nur so groß. Aber ich möchte ihn einfach in DIN A4 Größe haben. Und da ist natürlich die Pigskin-Matte perfekt. Da passt ein DIN A4 Blatt genau drauf. Das heißt, ihr könnt auf DIN A4 Größe drucken und euch das Ganze dann im Programm bearbeiten. Sprich, nachzeichnen. Dann wird das Ganze behandelt wie ein Digistamp oder wie ein Foto. Dann zeichnet ihr euch das nach oder macht euch eben die Kästchen drumherum. Oder wie gesagt, was wir heute machen, wir machen ein Offline, ein Offset und drucken uns das Ganze aus und schneiden das dann auch direkt auf der Pigskin-Matte. Warum will die Eva, dass ihr unbedingt die Pigskin-Matte nehmt? Der Sascha kommt gleich, der bringt noch den Max ins Bett. Warum? Nicht nur zum größeren Nutzen wie A4 nehme ich diese Matte. Ich finde diese Matte total cool. Ich habe zum Beispiel, das hatte ich euch damals gezeigt, dieses Schälchen gemacht. Das kennt ihr bestimmt noch. Was habe ich da gemacht? Ich schraube es mir mal auseinander, dass ich euch das zeigen kann. Gebe ich das da ab. Ich habe mir da Schablonen gemacht aus Vinylfolie und habe das Ganze dann mit diesen Brush Pen Porzellanfarben von Edding gemalt. Ich schraube das Ganze jetzt mal auseinander und wollte eben da unbedingt ein Wort drauf haben. Jetzt ist es total schwierig, die Größe hier irgendwie exakt zu treffen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe dieses Schälchen, leer wie es war, auf meine Pigskin-Matte gestellt und habe es von oben abfotografiert. Dementsprechend hatte ich es direkt in der Größe auf meiner Matte liegen und konnte mir meine Schrift genau einpassen. Auch dafür ist es super. Oder diese Buchstaben, wie sie bei mir hier hinten stehen, wenn ihr die exakt bekleben wollt mit einem Wort oder mit einem Namen oder mit sonst irgendwas und ihr verkauft und ihr fotografiert euch das vorher ab, könnt ihr das auf dem Programm oder auf dem Bildschirm genau richtig belegen und schneiden. Zum Beispiel auch bei Resten. Na, das ist immer das, wo die Brother-Leute über uns grinsen und lachen. Wenn ihr Restfolienstücke habt und sagt, ich will mir ein T-Shirt machen mit lauter Schmetterlingen oder wie jetzt auch meine Baumscheibung, ihr wollt die ganz genau verkleben, nehmt sie euch, legt sie euch auf die Pigskin-Matte oder die klebt ja auch, ne? Also die, am Anfang klebt sie, aber dafür haben wir dann unseren Six-Sig-Clue zum wieder klebbar machen. Da könnt ihr das nämlich genauso machen. Macht sie vorher schön sauber und dann könnt ihr sie wieder zum Kleben bringen. Die Folienreste. Wer sagt, okay, gut, ich mache jetzt mal ein Shirt mit lauter bunten Schmetterlingen. Klebt euch die ganzen Folienreste da drauf oder Stoffreste, die ihr vorher hinterbügelt habt mit Vlies, dass es nicht zerfetzt. Fotografiert euch das ab und dann könnt ihr euch eben genau auf die verschiedenen Farben alles auflegen. Die Matte ist echt. Also es ist wirklich nicht schwer. Ich habe es letzte Woche bei Print & Cut wieder gesehen, dass einige gesagt haben, das war ja so einfach. Ne? Von daher ist es überhaupt kein Ding. Die Baumscheibe. Ich zeige dir mal die Baumscheibe. Die gibt es in allen Größen, Farben und Formen. Ich habe da jede Menge davon. Die habe ich mit Flexfolie bebügelt. Ja, fand ich total witzig. Mal so ein bisschen so ein Mosaik. Huch. Motiv. So. Ja, geil. Achso, Michaela Twinnig nutzt sie wenigstens auch. Das finde ich toll. Ich habe nämlich heute Morgen gelesen, dass ganz, ganz viele eben diese Matte noch nie benutzt haben. Von daher machen wir das jetzt einfach mal zusammen. Wir fangen jetzt erstmal an und ich zeige euch, wir machen dann auf jeden Fall was mit Print and Cut. Ich muss nur nachher irgendwie mal meine Tattoo-Folie suchen, was wir machen wollten. Ich wollte mich ja tätowieren. Beziehungsweise, ich habe gesagt, dass wir das machen, aber dafür braucht was an die Tattoo-Folie, ne? Gucken wir mal nach der Tattoo-Folie. Tattoo-Printable-Tattoo-Papier. Dann müssen wir gut haushalten. Ich habe noch genau einen Bogen.
Jo, genau, noch ein Bogen. Das ist gut aufpassen. So, aber jetzt fangen wir mal als allererstes an. Ich zeige euch zwei Schritte. Wir machen als allererstes, ich schraube das jetzt gerade mal wieder auseinander, wir nehmen die Baumscheibe. Wir nehmen die Baumscheibe als Beispiel. Wir wollen uns auf diese Baumscheibe mit Flockfolie irgendwas Schönes aufbügeln und sind uns nicht sicher, wie groß diese Baumscheibe ist. Also ich lege die Baumscheibe jetzt da drauf und lege sie auf meinen Boden. Mein Boden hat weiße Fliesen, beziehungsweise helle Fliesen. Wenn ihr euch nicht sicher seid und einen bunten Boden habt, der irgendwie ablenken könnte, legt euch halt vielleicht ein weißes, größeres Papier drunter oder dreht eure Folienunterlagen, Schreibtischunterlagen, Matte einfach um, dann habt ihr auch was Weißes. So, ich nehme immer die Kamera, ich nehme sowieso bei allem eigentlich immer die Kamera, weil das Ganze mit dem Handy hin und her geschickt ist mir immer zu blöd, deswegen nehme ich meine Kamera, stelle mich jetzt hier hin und fotografiere das Ganze von oben ab. Ich zeige es euch auch gleich, wie. Was habe ich abfotografiert? Ich habe die Matte abfotografiert, wo auch wirklich oben, unten, rechts, links die Passermarken sichtbar sind. So, machen wir das Ganze aus. Karte raus, Karte rein. Machst du auch noch Bebüm fürs Erkennen? Das erkannt hat. Ja. So, ich hole euch jetzt auf meinen Bildschirm. Das habe ich alles noch nicht vorbereitet. Ich bin wirklich gerade erst hier hochgerannt. So, ich mache mich klein. So, jetzt öffnen wir mal das Ganze mit der Baumscheibe. Gucken wir uns das hier mal an. Da ist die Baumscheibe. Bescheuert. Ich wollte es ja ein Programm aufmachen. Ich gehe auf die PicScan-Matte. Das ist das PicScan-Feld hier rechts oben unter dem Seitenfenster. Dann öffnet sich das PicScan. Ich habe das mal gesehen. Wie kann ich mich denn auf die andere Seite machen eigentlich? Ach so. Ich kann es ja rüberschieben, ne? So, also. Hier ist die PicScan-Matte. Ich habe es jetzt nur rübergeschoben, weil ich auf der anderen Seite bin. So, PicScan-Bild öffnen. PicScan-Bild aus Datei importieren. Ich habe tatsächlich noch nie dieses Kalibrierungsblatt ausgedruckt, aber das können wir gerne irgendwann mal zusammen machen. Ich mache es immer ohne Kalibrieren. Ich gehe jetzt auf meine Speicherkarte. Hallo? Baumscheibe. So. Bla 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 bla. Er findet irgendwas nett. Bla 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 bla. Ist uns egal. Ohne Kalibrierung fortfahren. Dann sagt ohne Kalibrierung fortfahren. Einfach ignorieren. Einfach weitermachen. So. Jetzt lädt er mein Bild. Es ist natürlich ein wenig größer. Es ist mit der Kamera gemacht. Heute ist nicht so hell. Und schon ist mein Bild auf der Matte. Jetzt kann ich das PicScan wieder zumachen. Oh, ist ja schön langsam heute. Wie ihr seht, er rödelt noch. Habe ich das Straßbild noch offen, was ich da gerade mache? Nee. So, also, ich mache es ein bisschen kleiner, dann könnt ihr es sehen. Ich habe hier die PicScan-Matte, die hier noch bei mir auf dem Boden liegt, mit der Baumscheibe, die auch noch auf dem Boden liegt und kann mir jetzt als Beispiel, wie wir es vorhin hatten, Entschuldigung, ich bin aufs Tor, ich wollte eigentlich auf meine Bibliothek, auf meine Muster. Mein Rechner ist halt ganz schön schnell. So, gucken wir mal, was habe ich denn hier Schönes, was wir da als Beispiel drauf machen können. Jetzt haben wir ja auch so viele Kommunion, ne, ist schon rum. Geburtstage, Kommunion, keine Ahnung.
könnten wir uns jetzt für Weihnachten. Das würde ich mir nachher übrigens gerne als Tattoo dann irgendwie machen lassen, sollte das wahrscheinlich noch kommen. Ja, das war das Beispiel, was wir da hatten mit dem ganzen Ding auf. Auf dem Porzellan und so könnte ich mir das exakt in der Größe, ich mache es mal weiß, dann seht ihr es vielleicht ein bisschen besser, schneiden lassen. Hallo, einen schönen Abend, Tina. Der Sascha ist noch bei Max, weil der heute keine Lust hat zu schlafen. Und schon könntet ihr euch das Ganze einfach in der Größe anpassen, in der das Objekt, das ihr beplotten wollt, ihr könnt sogar das mit den Händen machen. Also wenn ihr es schafft, also es sollte dann wahrscheinlich jemand machen, eure Hände aufzulegen oder halt vorher einfach einen Umriss von euren Händen abzumalen, könnt ihr euch auch so ein henna-mäßiges Tattoo machen oder eine Schablone, um das Ganze dann aufzumalen. Also es ist wirklich überhaupt nicht schwierig und ihr habt gesehen, ich ignoriere einfach sein Gemotze, sage ohne Kalibrierung fortfahren und das geht. Was zum Beispiel auch total cool ist, ich habe ja beim Gravieren diese kleinen Plättchen gehabt, diese ganz kleinen Gravuranhänger. Da habe ich sogar für die Curio meine Pigscan-Matte genommen, mit doppelseitigem Klebeband draufgebackt und habe dann, stimmt, für die Hochzeit von Thorsten, ne? Ja, gute Idee. Habe mir dann die kleinen Anhänger draufgebackt und habe die dann direkt da drauf gravieren lassen. Also gerade für solche Sachen, wo es einfach schwierig ist, rauszufinden, wo das auf der Matte ist, dann verzählt man sich um ein Kästchen, schneidet in die Matte rein, bringt gar nichts. Von daher ist es so, wirklich die einfachste Lösung. Ihr fotografiert euch das ab. Das können die Deckel von den Döschen sein. So. Das können die Deckel von den Döschen sein. Das kann alles sein, was ihr euch irgendwie beschriften müsst, wo ihr jetzt nicht sicher seid, wie groß es sein soll oder auch nicht so gut gemessen seid. Da könnt ihr alles einfach mal abfotografieren. Dann habt ihr es hier auf der Matte und könnt euch das genauso anpassen, wie ihr euch das eben haben wollt. So. So viel zum Thema Pigscan-Matte Teil 1. Was wir natürlich eben auch machen können, ist uns jetzt ein Objekt vorher ohne Pigscan-Matte einfach auszudrucken. Gehen wir zurück. Warum habe ich mein Bildschirm hier zweimal? So, also ich gehe jetzt wieder zurück auf mein Bildschirm. So, da la. Also das können wir jetzt wieder zumachen. Vergessen es einfach. Wollen es nicht speichern. Und gehen wieder in die ganz normale Ansicht. Ich möchte mir jetzt ein Tattoo aussuchen. Ich gehe mal in die Bibliothek, was wir hier so finden können. Weil dieses Love vielleicht auch nicht. Der Sascha kommt hoffentlich bald. Der liegt bei Max im Bett, weil er nicht schlafen möchte. Ich gucke jetzt mal, was ich hier gerade so finde. Ja, guck's da. Genau, das wäre es. Genau. Ne, der tut sich nicht. Wir hatten das. Eigentlich hat er sogar gesagt, ich muss gar nichts sagen, er würde das alles selber machen. Ich hatte ihm nämlich genau erklärt, wie es geht. Der hätte das nämlich auch hingekriegt. So, also da fällt mir jetzt gerade mal gar nichts. Ich gehe jetzt mal zurück hier in meine Bibliothek, die ersten Benutzerdesigns, die ich hatte. Aber ich höre was draußen. Er kommt. Sehr schön. So ist das bei uns. Also ich bin froh, dass er heute da ist. Und Gott sei Dank ist er auch immer an solchen Tagen genau da, wo es wirklich wichtig ist. Sonst wäre nämlich nicht mal ich da gewesen. So. Also wir suchen jetzt erstmal ein Motiv für mich, für mein Tattoo. Was könnte man da machen? Forever and always. Das ist ein bisschen auch kitschig, ja? Hat jemand... Angela Kraft, du brauchst es überhaupt nicht bei dem Brother Plotter. Du klebst dir das, was du möchtest, einfach auf deine Matte und gehst auf Scan. Dann scannt er dir das ein, was du da drauf hast. Und dann kannst du direkt einstellen, ob du eine Außenlinie haben möchtest, ob du einen Versatz haben möchtest. Komm ruhig rein. Ob du einen Versatz haben möchtest oder wie auch immer. Das kannst du direkt an deinem Gerät einstellen. Für dich ist es heute rein ein. Ich gucke mir an, wie es die anderen machen. Ja, ach so, will ich schon wieder größer machen. Einen Moment. Annika denkt dann alles. Ich brauche die Annika hier. Herzlich willkommen. Also, danke. Guten Abend, die Damen. Boah, ich muss jetzt erstmal was los. Ich bin ja ganz schön mächtig stolz auf mich jetzt, ehrlich gesagt. Weil ihr kennt das in hohem Alter, jetzt knapp 50.
Es ist eh schon schwer genug, dich abends bis 9 Uhr wach zu halten. Und dann liegst du in diesem Schlafzimmer, dunkel. Jetzt weiß ich mal, was du durchmachst mittwochs, ne? Wenn du betest, dass das Kind in 20 Minuten einschläft. So, und dann liegst du da in dem dunklen Zimmer, eh schon scheintot. So. Ne? Freitagabend, kurz nach 9. Versuchst. Geht? Ja. Alles gut. Versuchst irgendwie tiefe Atemgeräusche zu machen. Ja, ich weiß. Versuchst irgendwie tiefe Atemgeräusche zu machen. Machst schon imaginäre Schnarchgeräusche. Ja, das mache ich auch immer. 15 Minuten lang. Nee. Schwarz, sag ich mir schwarz. Machst dann die tiefen Schnarchgeräusche, um nach 15 Minuten langsam dich mal umzudrehen. Und dann kommt von der Seite nur: Gehst du hin? Kennt ihr alle noch The Sixth Sense mit Bruce Willis? Hast du eigentlich das Baby von mir getroffen? Nö. Ich hol's aber. Hab mich ein bisschen daran erinnert. The Sixth Sense, wo das Kind unter dem Tisch sitzt und sagt, ich kann tote Menschen sehen. So war es gerade mit Maxi. Aber er wollte wissen, wo ich hingehe. Na gut, das habe ich dann ungefähr, was haben wir, 27 Minuten durchgezogen. Und habe mich dann, nachdem er angefangen hat, ganz tief zu atmen, wie eine Raubkatze, grazil mit meinen 82 Kilo aus dem Bett bewegt. Und ja, es hat funktioniert. So, jetzt bin ich fast ein bisschen aufgeschmissen. Ich bin zwar die ganze Woche gecoacht worden, um über die Pixie-Matte zu reden. So heißt sie, glaube ich, oder? Genau. Ah, viele Herzchen. Hallo, Bianca. Pixie-Matte. Hallo, alle. Pixie-Matte. Hoch über die Lichtstrahl drüber gefallen, jetzt hat die schwarze Streifen. Bist du eigentlich in der Lüge? Nee. Ich habe, wie du weg warst, Baumscheiben abfotografiert. Okay. So, dann gucken wir mal. Die Tastatur brauchen wir eigentlich nicht, die können wir wegtun. So. Ja, also, lass ich erstmal so begrüßen. Hi, Anja. Na, Sabine, ja. Ich habe es geschafft. Ich habe auch nicht dran geglaubt, dass ich wach bleibe, aber ich habe es geschafft. Aber also auf jeden Fall, ich habe jetzt gerade versucht, mir ein Motiv auszusuchen. Dass, du machst es jetzt doch, ne? Ich habe schon erklärt. Na gut. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich suche mir ein Motiv aus, dass ich mir, oder dass du mir dann irgendwo hin tätowieren kannst. Weil du bist ja, hast da ja ein bisschen Ahnung von. Sag mal, was wollen wir mir tätowieren? Was denkst du denn? Da diese Sparschwein wäre cool. Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Tannenbaum. Das ist für mich. Wieso fragst du mich eigentlich, was ich dir tätowieren soll? Na gut, weil das ich ist so ein Irrglaube, ne, dass jeder denkt, dass die, die tätowiert sind, auch gut tätowieren können. Du tätowierst es aber heute und es ist übermorgen wieder ab. Das ist wie wenn einer glaubt, dass Zitronenfalle auch Zitronenfalle. Mhm. Und Abteilungsleiter Abteilungen leiten. Oh, ein Anker wäre doch geil. Ja, Anker. Nee? Anker ist voll 80er. Ja, deshalb. Willst du noch einen Anker? Ich finde noch einen für dich. Auf gar keinen Fall. Ich finde noch Platz da, aber dem Eva ist noch Platz hier. Auf gar keinen Fall. Back to school wäre geil. Das da? Mhm. Was hat das mit mir zu tun? Ja, weiß ich nicht. Ich finde es cool. Mhm. Gehen wir weiter. Also vielleicht sollten wir uns das nächste Mal vorher überlegen. Sind die da unsere Motive? Nee. Ja. Weil wenn die nämlich auch noch mit diskutieren, welches Motiv, dann wären wir nächste Woche noch nicht fertig. Traktor geht mir, weil da schläft du Max nicht mehr ein. Nee, das ist ein Papiermotiv. Das ist das, was ich schon mal gemacht habe. Also bitte auch diesen Organizer für die Stifte nicht. Alter, das muss schneller gehen. Ich habe gerade gelesen. Ach so, soll ich mal lesen? Ja, lest du doch mal. Ihr seid süß, schreibt die Steffi. Ja, das sind wir auch. Und das seit 10 Jahren. Mhm. Arschgeweiht! Sehr cool. Erinnert mich an mein letztes Leben irgendwie. Was ist denn da damit, mit sowas? Zu viel Kram. Das wird doch, ja, zu viele Kanten, sollst du mir das ja nicht unter die Haut hauen. Das ist süß. Was haltet ihr denn von so einem Engel mit einem Pfeil? Wie heißt der? Amor, ne? Nee, keine Ananas. Mein Logo, nee. Aber dieser Amor-Pfeil ist echt, das ist schon so retro. Tina, Ananas. Wenn eine die Ananas macht, dann nicht. Eva, der Stinkefinger. Das wäre ich. Such doch mal einen Fuckfinger. Wir haben einen Fax. Ja, das ja. Darfst du sagen. Alle anderen Bilder, die ich dir gesagt habe, die du nicht sagen darfst, das sagst du mir nicht. Ich hatte nämlich heute schon ein großes Briefing von 19 bis 19:30 Uhr, welche Worte ich nicht sagen darf. Das fällt mir auch schwer, bisher ja, halte ich mich das gut. Das ist mir dann hinten auf dem Rücken so ein A. Es geht um die Pixel, Mann. Soll ich mir ein A4 Fackfinger auf den Rücken machen? Nein, oder was? Ein kleiner.
Ja, dafür brauchen wir die Pixie-Malle. Da können wir auch Print and Cut machen. Okay, du willst jetzt mit mir diskutieren, für was wir die Pixie-Malle brauchen. Ja. Oh. Na, gute Nacht. Eine Giraffe. Seife? Ach so, das ist das Klingelwort, das mit dir. Ich musste jetzt den Mund mit Seife auswaschen. Ah. Nachdem es Beschwerden gab, weil ich im vorvorletzten Video so viel geflucht habe. Hat mich schon erlebt. SpongeBob. Die Hand von eurem Sohn, die haben wir schon bei ihm auf dem Bauch. Oh, den war nicht süß. Amor braucht ihr nicht mehr, Schatz. Oh, ja. Ein Kilo Seife. Datei. Sei lieber mal froh, liebe Anja, dass die Eva die Sprechstunde macht. Dokument. Ich gucke jetzt einfach mal da ein bisschen rum. Was könnte ich mir denn einfach mal irgendwas... Ja, Tina, wie ich mir das gekauft habe, hat Tina geschrieben, das geht so schnell da. Das T-Shirt sagt alles. Ich stand echt vor dem T-Shirt. Ein Foto von Sascha, nee, ich sehe ihn doch. Ich stand echt vor dem T-Shirt und musste es dreimal lesen. Ne? Das ist geil. Sack, das ist aber gestickt übrigens, finde ich sehr cool. Befestigung steht. Ich finde es mal dreimal. Das ist ja schon total kaputt stehen. Du hast es heute neu gekauft. Ja, das ist halt ein dicker Hals, ne? So ein Hals. Ja. Flamingo, Giraffe. Sascha mit Herz, ich schmeiß mich weg. Ey, wir wollten eben machen, was ich mir mache. Ein Foto von Saschas Kopf, schreibt der Sascha drauf. Der Name ist fest. Das ist eigentlich eine gute Idee, ich könnte auf die Pixie-Malle machen. Dann brauchst du aber drei. Oder Sascha? Und Eva und dann so ein Herz hoch und einen Pfeil durch. Ja, das war Kicker. Ein Kicker wäre geil. Ein Kickertisch. Ein Kickertisch. Nein. Okay. Oder machst du ein Bild von Max? Nee. Weil er so schön schläft. Oh, ich geh mal nicht so. Was straight out of Compton, das ist Kindergarten. Genau, straight out of Kindergarten. Mach dir doch ein Herz drauf. Ein Sascha mit Herz drauf. Nee. Das Motiv von deinem Shirt. Fistelsacke. Was ist denn das? Husterfall. In die Richtung, was das ist das Mikrofon. Das ist das Mikro. Was ist denn das? Was denn? Ja, dieses, ich weiß, was Fisteln sind, aber was ist denn Fistelsacke? Nein, Sackfistel. Wegen. So. Sack der Fistel. Ne? Ah, ich dachte, das wäre was mal so eine Krankheit. Das ist eigentlich ein Ball hier. Das ist unser WM-Ball. Den, das hat, ja, der WM-Ball. Musst du näher rangehen, sieht sonst keinen. Der WM-Ball. Chaot. Ich mache alles kaputt. Das warst du bei deiner ersten Ja! Ja! Was Sonja war denn B. Das? Ehemals L. Lass uns mal ein kleines Quiz machen. Wer weiß denn noch, was die Eva bei ihrer ersten Sprechstunde hatte? Anhatte. Genau. Anhatte. Kirschen? Yin-Yang-Einhorn? Arschwitohl. Dann Yin Yang Einhorn. Also wenn wir alles machen, was ihr gemacht habt, können wir es klein machen und komplett in A4 auf die Pixie machen. Ganz klein, du bist 2 Stunden mit beschäftigt, mich überall abzulenken und das Dings da drauf zu machen. Hm. Achso. Also die Bettina schreibt ein Yin Yang Einhorn. Nein. Da hätten wir alle 2018 Tattoo-Klischees in einem Teil. Können alle so haben. Nein, ich mag keinen. Kannst du mal runterscrollen, wenn man das sieht? Nee. Das war das Motiv der ersten Sprechstunde. Und jetzt ist es auch so. Ja, gut, geht so ein bisschen in Richtung Biomechanik, wie man das nennt. Hast du einen Schuss? Nö. Du? Ja. Natürlich. Verknüpfter Pfad erstellen. Schwarz. Hübsche Blume mit ein paar Randen. Hat irgendeiner erraten schon, wie es ist? Kannst du mal sowas suchen, was ich auf dem Arm habe, so eine Blume? So ein Randerlatz. Das ist nämlich die Lebensblume. Seht ihr die alle? Ja, das sehen sie alle. Das ist alles gespiegelt hier. So was wäre cool, oder? Such doch mal so ein Lebensblume. Jetzt hatte ich gerade das. Warte mal, ich zeige jetzt erst einmal das Ding von der ersten Sprechstunde. Das war das Motiv der ersten Sprechstunde. Meinst du das weg am Rücken? Oh, nein, weiß ich nicht. Aber ich bin nicht mehr so ein Mandala-Fan. Haben wir uns jetzt auf irgendwas geeinigt? Das ist doch kein Mandala, das ist Lebensblumen. Hm. Nennt sie Kugelsich? Ja, ja, bin ich auch. Zombie-Plotter, was haben wir noch? Scheiße, der weg. Ach, du musst mich hier reden. Ich jetzt? Ja, ja, ich hab was gehört. So, ist auch ein bisschen laut. Ich kann tote Menschen sehen. Ja, ja, ich auch.
Ja, von toten Menschen E-Mails. Nee. Siehst du, nennen Sie ihn auch Mandala. Ja. Ich will kein Mandala. Mandala. Nein. Doch. Nein. Mandala. Wer schreibt man Schriftzug Mandala früher? Ist er lang, ist er lang. Okay. Ich bin kein Mandala oder was? Das möchte ich haben. Echt? Zum Regenbogenkreuz? Das ist Watercolor, ne? Falls du dich dran erinnerst, die hat was mit unserer Firma zu tun. Sie erklärt es mir seit über einem Jahr, ich krieg's trotzdem auf die Fahne. Der ist doof. Sagt ihm, dass er doof ist. Ja, Hannes, sagte Festen. Sumsen ist Bubher. Eisvogel, Lebensbaum keltisch, wäre auch gut. Ach Leute, ich mach... Die Inge hat's. Die Marie, warum soll ich mir eine Presse auf den Rücken machen? Die Marie vom Logo. Ja, jetzt hast du ja schon mein Rotkreuzzahl in der Tasche. Ich mach die Marie. Also gut. Erschlägst du mich bald? Nein. Du wolltest, dass ich mich mache? Nee, alles gut. Jetzt muss er durch. Ja, ja, ich weiß. Jetzt ich muss er jetzt. Durch. Also liebe Anja, dürfte ich mir bitte... Ah, Chris ist auch online. Grüße. Dürfte ich mir bitte ganz kurz... Du mal, der Sascha Barschel, dass du dir in Borussia Dortmund Zeiten machst. So, Anja, darf ich mir das Blodder-Marie-Logo auf den Rücken machen? Oder die Marie? Sprech mit mir. Ich glaube, ich habe die Marie gar nicht hier auf meinem Ding. Ich mache mir jetzt einfach das Blodder-Marie-Logo auf den Rücken. Lieber Sascha Bausch, das können wir gerne machen, aber ich habe leider keinen Platz mehr auf der Brust. Nee, die Brust ist voll. Alles zu. Die wäre auch toll, dieses was habe ich der Tina mal im T-Shirt gemacht, diese Belly-Frau, siehst du sie da? Die sieht nämlich toll aus. Ja, diese Bauchtänzerin. Das habe ich der Tina mal auf dem T-Shirt gemacht. Ja, die machen wir, die ist gut. Tina, kannst du dich noch erinnern? Die Anna schreibt gerade, sie schickt dir, schickt sie auf die Mail. Ich habe meine Mail nicht auf. Und dass du alles darfst. Du darfst alles. Ich zeige euch mal ganz kurz, das ist ein Foto, das ich der Tina Weig, die hier auch anwesend ist, vor etlichen Wochen, Monaten mal auf ein T-Shirt gemacht habe. Ich mache das jetzt mal auf A4, auch mit bedruckbarer Folie, so, und das wäre ja eigentlich mal ganz cool. Hallo Nele. Die Nele ist noch wach? Ja, sehr begeistert von uns. Echt? Mhm. Ich muss doch Eier machen. So, hier ist eben diese Dame, die setze ich mir jetzt genau in die Mitte, die könnte mir, da muss ich mich ja fast ausziehen bei, ey. So. So. Sind sie alle einverstanden? Die eine sagt die Marie. Also gut. Wir können auch zwei machen. Dann gucke ich mal. Anja, ich warte auf die E-Mail. Oh, ich liebe das. Ich liebe das ja wie Sau, wenn dieses Programm beschließt, nicht mehr aufgehen zu wollen. Also, ich warte jetzt noch auf die Marie und dann mache ich sie einfach beide auf A4. Machen wir einmal die Marie und einmal. Jetzt sind sie kurz weg, kriegen alle die Panik. Das ist, weil ich das immer als Administrator ausführe. So. Soddler. Also, ich suche mir hier jetzt noch die Marie. Das kann ich nicht bei YouTube hochladen. Wieso? Weil bei diesem Video ungefähr 48 Minuten dabei nur ist, welches Tattoo wir nehmen wollen. Ja, aber das ist doch eine wichtige Entscheidung. Ja, natürlich ist es eine wichtige Entscheidung. Sehr lehrreich, der Weg der Entscheidung. So, Anja, dann schick mal kurz bitte. Genau, ich mach mir das und tu das. Also ich druck das jetzt einfach mal aus. Aber wir haben da noch einen Bogen. Ja. Logo ist da. Achso, das Logo hätte ich gehabt. Das Logo kann ich mir noch dazu machen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Datei öffnen. Dann mache ich mir das Logo noch dazu. Das ist eine gute Idee. Machen wir beides. Bilder. Seid froh, dass ihr nicht immer im Download-Aufnehmen mitgucken müsst. So, Logos. Schau mal. Dann nehmen wir nämlich noch das Plodemarie-Logo dazu. Normalerweise. Hier, Steuerung V, machen wir das nämlich hier gerade auch.
dazu. So, ich wundervoll. Wundervoll, ne? Wundervoll. So, also ihr könnt jetzt sehen, ich habe nur ein Blatt. Wir haben einmal das Logo. Wir sind ja auf A4, das heißt, wir schneiden es vielleicht auch ganz schön, weil dann können wir nämlich dann bei der Pixgenmatte auch gleich sehen. So, ganz wichtig, wir gucken jetzt als allererstes, es ist ein Letter. Silberwerkmaterialien kommen aus Amerika und sind Letterformat. Dementsprechend, richtig, dementsprechend stelle ich hier jetzt gleich um, von Benutzer definiert auf Lettergröße. Dann wirst du sehen, es ist kürzer, aber breiter. Das ist ja schon, ich soll meine Tattoos zeigen. Das mache ich nur für viel Geld oder im Suff. So, da. Ihr habt gesehen, durch das Letter ist es wieder ein bisschen kleiner geworden. Aber ich bin noch innerhalb. So, also, haben wir gemacht. Gut, dann hole ich euch jetzt zurück, weil wenn ich auf Datei drücken gehe, braucht ihr ja nicht dabei zu sein. Genau. Helga ist so lieb, die guckt immer, dass ich auch ja nichts falsch mache. So, Folienpapier. Open, bla bla bla, before printing. Bring bla bla bla, when ink is dry, ja, ja. Use your scripted tool. Du kannst so gut Englisch. Load your printed sheet into your selected. Hab schon gemacht. Vielleicht kannst du mal ganz kurz drauf eingehen. Die Monika fragt gerade, ist nicht so ganz klar, warum er dafür die Pixgenmatte braucht. Ich nehme deswegen die Pixgenmatte, weil ich diese Bellydancerin in A4 haben, also in Lettergröße haben möchte. Würde ich sie mit Print and Cut machen, müsste ich die Passermarken einhalten. Das heißt, sie wäre wesentlich kleiner, so und so, als ich sie jetzt in A4 haben kann. Weil wenn ich A4 nehme und die Pixgenmatte, kann ich wirklich den gesamten Bereich ausnutzen und kriege sogar zusätzlich noch unser Logo drauf. Außerdem habe ich euch ja gesagt, ich zeige euch mal die Pixgenmatte. Ne? So, also, wir bedrucken das Ganze jetzt. Ich will jetzt nochmal gucken. Mirror it, genau. Also, wir müssen das Ganze spiegeln. Boah, shit, ist das lang her, wo ich das letzte Mal die Tattoo-Folie genommen habe. Rechte Maustaste, horizontal wenden. Wenden. Der Wendler kommt. Solla. Dann müssen wir auf die Glossy-Seite drucken. Ne? Hier ist Glossy, hier ist nicht Glossy. Das ist übrigens ganz lustig, steht nämlich hinten drauf, wie es geht. Ich lese es ganz jetzt mal vor. Ich tue jetzt mal meine Tastatur in die Marie und mache meinen Drucker. Inga, das wird nichts. Ich trinke doch nicht mehr. So, also. Ich lege dieses ganze Ding jetzt hier ein. Du kannst nicht scrollen, du bist immer ganz oben. Ja, ja, so ist das. So, ich drucke jetzt. Ich weiß es auch langsam, warum immer so viele Leute zugucken. Du kannst es ganz schön gut. Fast schon ja, ne? Mhm. So, also wir drucken. Druckt er? Nee, noch nicht. Druckt er jetzt? Nee. Eine Schweigeminute für den Drucker. Ist das gut? Habt ihr Wasser genug, Tasse? Was ist denn Wasser? Was nee, denn der Nütze ist? Ah, nichts. Gähnende ja, Leere. Gähnende Leere. Ein Kopf, der immer friert. Jetzt hast du mal, weil du sitzt auch neben dem großen Licht hier oben, ist ganz schön warm. Groß. Da ist ja, es ist eine Pixie-Matte und keine Pixie-Matte, weil die Pixie-Bücher sind so groß. Ja, aber dein kleiner Rücken ist ja ganz rück zum Ding. Ja, aber ich ziehe mich nicht aus. Jetzt wird die Tina wahrscheinlich an was denken, ne? Badesalz, wo der Leberkäse auf dem Arm haben will. Da hast du dünne Ärmchen. Da sagt er, der passt ja nicht mal Pommes hier drauf. Ne? Das ist genauso, wenn die hier so A4-Bellydancerin auf den kleinen Rücken. Guck mal, wenn es jetzt vorne wäre, ne? Ist ja alles zu. Na gut. Okay. So, jetzt machen wir aber Pixgenmatte. Achso, nee, wir sind noch nicht fertig. Hier steht
Use your scrapped tool to rub the adhesive sheet onto the printed image. Also das heißt, diese Tattoofolie besteht aus zwei Teilen. Einmal wird die bedruckt, dann habt ihr hier so ein grünes Ding dabei. Das müsst ihr abziehen und dann auf die Tattoofolie drauf machen. Ist das lustig, habe ich das schon lange nicht mehr gemacht. Ich klebt an dir. Ach, Wasser, was wir letztens tun, das geklappt hat. Es hat geklappt. Brauchen wir Wasser? Nein. Ja, ja, wir holen dann noch Wasser. Aber sie haben noch Zeit für Wasser. Oh, ist das ein Kacke, das klebt schon mal grundsätzlich schief drauf. Wie lange dauert so ein Tattoo in der Größe, wenn man es echt machen lässt? Oh, durch die Straße bin ich da jetzt richtig also gut drin. Also das ist vielleicht mal eines der heftigen Tattoos, ja, weil beim Tätowieren ist es also so, wenn ich mal jetzt einen kleinen Schwank vom Tätowieren erzähle, das ist noch das Thema heute. Das Schlimmste beim Tätowieren und die von euch, die auch ein Tattoo haben, wissen es wahrscheinlich, sind Linien. Schwarze Linien, dünne oder dicke Linien, egal. Das heißt, das Tattoo, das wäre so mit das Schmerzhafteste, was du eigentlich aussuchen kannst. Also das Tattoo hält dann ungefähr, wenn ich nicht duschen würde, würde es eine Woche halten, ansonsten so 3, 4, 5 Tage. Wenn ich mich schnell wie so ein Aff irgendwo an den Baum reibe. So, also ich habe jetzt diese Oberfolie drüber gemacht. So. Und jetzt kommt nämlich genau das Problem. Also wir schneiden das jetzt gleich. Die Sache ist die, weil viele fragen, ich schneide es doch mit der Hand aus. Wir haben jetzt zwei große Sachen. Man könnte natürlich auch für die Kinder Kindertattoos machen, die sind ganz klein. Und dann könnt ihr euch die da alle drauf sortieren, drauf machen, ganze Digistamps, sonst irgendwas. Und dann schneidet ihr das in einem Rutsch aus. Und schon habt ihr euch gespart, den ganzen Kladderadatsch mit der Hand auszuschneiden. Rumpel, rumpel. So, ich klebe mir das Ganze jetzt auf die Pixscan-Matte, wie ihr seht. Und fotografiere das Ganze jetzt von oben ab. Und dann guckt ihr euch das mal an. Die gute alte Pixie. Und wir sind schon wieder über eine Matte drüber gefahren. Das wird einfach nicht besser. So, was hast du eigentlich die ersten 10 Minuten hier oben gemacht? Ich lag da im Bett und es hat sich angehört, als hättest du dir das Haus eingerissen. Ich habe aufgeräumt. Ah, mit Publikum oder ohne? Ohne. Ich habe vorher einfach alles nicht irgendwie geschmissen. Was mache ich jetzt? Ich nehme meine Kamera. So, jetzt kommt eben eine Sache, die wir bedenken müssen. Nein, die Dame da drüben ist nicht eingecremt. Außer du hast es gemacht, ohne dass du was gemacht hast. Nee, ich komme da nicht hin. Der alte Klassiker, ne? Im Sommer im Schwimmbad, selbst den Rücken eincremen. Ich ziehe mich doch dann nicht aus, ey. Hm? Die Bellydancerin weiß doch, wie sie kleiner machen soll. Naja, wir lassen es so sein. Ansonsten machst du es auch mal Oberschenkel. Der Oberschenkel. Genau. Was du mal Pommes hier drauf? Doch, doch, da passt die Pommes. Was war mit dem Tesafilm? Hat der Fabi nicht vorhin gesagt, der hat mir auch geklaut? Ja, oh, Scheiße. Tesa ist leer. Braucht man denn unbedingt einen Tintenstrahler oder geht auch ein Laserdrucker? Bei dem ist nur Tintenstrahler, bitte. Bei der Tattoofolie. Also, nur Tintenstrahler. Julia Hahn hat schon beantwortet. Sag doch. Die sind überflüssig. Fast. Na ja, gut, unseretwegen wurden überhaupt die Fragen gestellt. Aber der war. So, ich klebe mir das jetzt nur noch mal fest, weil so gut, nachdem ich jetzt auch noch dreimal mit den Socken drüber gelaufen bin, klebt meine Pixscan-Matte gerade nicht. Moin, Feeling. So, ich lade schon mal die Pixscan-Matte und dann machen wir das andere gleich zusammen. So. Ich nehme jetzt meine Speicherkarte von der Kamera und hole euch gleich zurück auf meinen Bildschirm. Ja, wenn du es nicht gerade auf die Hände machst, ne, diese Tattoo-Geschichte, dann hält es auch wirklich easy. Ich habe ja heute geduscht, das habe ich jetzt erstmal wieder Wochenende. Oh. Kannst du mal an den Wal mit dem großen Maul erinnern, den du um den Bauchnabel hattest? Gefallen. Ja, das war echt cool. Wozu hast du den Kleber? Ja, den musst du doch erst einziehen lassen. So, also, ich hole euch jetzt wieder mal zurück auf meine Matte. Mach das Ganze hier mal zu. Dass wir auch mal ein bisschen Platz haben und ein bisschen Speicher. So, also, neues Blatt, neues Glück. So, für euch machen wir alles. So, Pixscan-Matte. Ich schiebe es wieder rüber, dass ihr es sehen könnt, weil wir sind ja klein mittlerweile. So, Quatsch. Pixscan aus der Datei importieren. Ach so. Schön geguckt, ne? Ich mach mir mal ein bisschen gemütlich hier. Du machst jetzt. Das ist okay, oder? Ja.
Wozu hast du denn Kleber? Ja, das ist, man kann die Klebemante wieder auffrischen. Aber da hätte mich jetzt die Miriam Brückner geschimpft, weil der ja eintrocknen muss. Also wie ihr seht, er sieht mein Bild, er sagt, wir sagen und gehen ohne Kalibrierung fortfahren. Viel Spaß beim Abrubbeln, schreibt die Melanie. Es wird lustig dann in den nächsten Tagen im Schwimmbad, wenn dann noch so die letzten Linien da sind. Kurz ein Bürstle. Dann machen wir es nicht auf dem Rücken, dann machen wir es auf dem Oberschenkel. Das passt du da niemals drauf. Doch? Nee. Das kann man, ich hab den, mein Oberschenkel ist rund. Also dreidimensional meine ich. Hm. Genau, wir machen das halbe halbe. Die Silke und ich, Emily, also Silke und ich, wir machen die Hälfte. Wir können das doch machen. Du die Hälfte, ich die Hälfte. Und wenn wir aneinander sind, ist es ein zusammengesetztes Bild. Wow, 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 wow. Keine Angst, Lara, schlaf nicht ein. Es ist viel zu hell hier. Hier sind mindestens 8000 Watt. Ich war ja früher lange nebenberuflich Rockstar. Und habe auch auf den großen Bühnen Hessens gespielt und glaube, da haben wir weniger Licht auf der Bühne. So, lala. Also, wie ihr seht, seht ihr sogar was? Also, hier ist unsere Bellydancerin, hier ist das Logo. Ich sage schon mal als allererstes, das Logo kann ich selber, das, also es ist ja, wie ihr seht, eine relativ angenehme Form, kann ich mir selbst schon mal die Schnittlinie außenrum machen und mir anzeigen lassen, wo er dann im Endeffekt schneiden muss. Und schon habe ich das erledigt. Die Bellydancerin ist ein bisschen anders. Ich schiebe mir das gerade mal weg. Ich gehe jetzt auf Nachzeichnen. Das ist der... bin ich doof, hier oben der Schmetterling. Wähle mir den Bereich zum Nachzeichnen aus und markiere mir diese Bellydance-Tante und gehe auf volle Presse vom Schwellenwert. Ob sie fehlt. Was? Nebenberufliche Rockstar. So, ich lasse mir jetzt den Außenrand nachzeichnen, weil mehr brauche ich eigentlich nicht. Er zeichnet jetzt nur den Außenrand nach. Warum? Ich zeige es euch hier. Ich habe es jetzt rübergeschoben. Das ist unsere Bellydancerin. Ich nehme jetzt löse den verknüpften Pfad, nehme mir erstmal den Teil von der Marie wieder raus. Die Sockenfussel. Oh, ich brauche meine Tastatur. Ja, Sabine, was soll ich machen? Ich muss mich ja auch mal ein bisschen entspannen. Das war ja schon extrem anstrengend bisher. Das sind übrigens alle Sockenfussel, die ich jetzt rauslösche, falls mir mal zuhören sollte. Nö. Ich treibe gerade Konservation. Dann machen wir Konservation. Ja. Angela, ein Hoch auf Hessen. Mach mir das ganze Ding jetzt ein Offset. Genau. So, da lang. Ich lösche mir jetzt das Innere von dem Offset raus. War das das Innere oder das Äußere? Das ist das Äußere, genau. So, das alte Ding nehmen wir raus. In vielen kleinen Fuzzi-Teilchen. So, und schon haben wir eine Außenlinie von unserer Bellydancerin. Ich lösche mir jetzt die Innenteile raus, weil das brauche ich ja alles nicht. Es wäre interessant, wenn man jetzt Papier hat und sagt, man möchte das in den Buchstaben ausgeschnitten haben. Und so weiter und so weiter. Wir gucken uns aber diese Bellydancerin gleich nochmal an. Im Punktbearbeitungsmodus. Ja, höhere Mathematik. Ja, ist es auch. Seht ihr überhaupt irgendwas? Ja. Ich schiebe euch mal ein Stück rüber. Wir hatten das ja jetzt oft genug schon mit dem Punktbearbeitungsmodus. Dadurch, dass er das nachgezeichnet hat, hat er hier 58 Millionen Punkte. Wenn ich das so schneiden lassen würde, würde er ewig schneiden. So, und deswegen gehe ich jetzt auf Vereinfachen. Die Annika schreibt, färbe das da vorher anders ein, dann findet man es besser, wenn man es nicht braucht. Könnte ich machen. Sehr gute Idee. Hoppala. Sehr gute Idee. So, ich habe mir das Ganze jetzt vereinfacht und schiebe es mir rüber und gucke, ob es überhaupt noch drüber passt. Kann mir hier noch zur Not die Punkte ein bisschen verschieben. Das hatten wir beim letzten Mal schon gesehen und gesagt, dass ihr mal ein bisschen besser seht. Ihr könnt ja hier eben, wie gesagt, sagen, okay, gut, den Punkt brauche ich nicht, den nehme ich raus.
Was? Ich sprenge die Sendung. Sie diskutiert die ganze Zeit darüber, dass wir eigentlich alle aus Hessen sind. Und jetzt schreibt die Emily Erbarme und die andere schreibt zu spät. Und ich war kurz davor zu schreien, die Hesse kommen. Wir machen übrigens nächste Woche, das weißt du noch gar nicht, mal ein Quiz, da dürft ihr tippen oder dürft ihr mal abstimmen, wer das astreinste Hessisch spricht, meine Frau dich. Ihr habt doch alle. Ich finde es gerade gar nicht lustig. Doch, ich finde es super, ich höre dir zu, ich finde es genial. Ich freue mich davon. Das ist schön, dass wir noch so viele 70er und 80er Kinder hier dabei haben, die Rodger Monotons noch kennen. Hast du davon irgendwas gesagt von denen? Nein, aber wir schreiben doch alle, Erbarme zu spät, die Hesse kommen. Das war das berühmteste Lied der Rodger Monotons. Die kenne ich nicht, weil ich komme aus Bayern. Oh, Kulturbanause. Ich komme aus Bayern. Wir wohnen übrigens in Bayern. Was solltest du das vergessen haben? Ja, super. Weißwurstzettel. Also es ist Unterfranken. Und zwar ist es Hessen näher als Bayern, als Landeshauptstadt. Und du bist eh bekennende Österreicherin. Ja? Stimmt. Wenn dein Vater dich sieht, gibt es Schimpfmorgen. Mhm. Weil ich dich geheiratet habe vielleicht. Nein. Spaß gemacht. Das hat mir jetzt auch ein bisschen wehgetan. Oh, du siehst da total verletzt aus irgendwie. Mhm. Also kümmert euch nicht um mich. Ich bin hier, ich bin halt einfach so busy. Ich mag es halt gerne gut, ne? Deswegen gehe ich jetzt hier einfach nochmal den Punktbearbeitungsmodus durch und mache mir das hier schön, dass ihr das auch mal gesehen habt, was man hier alles machen kann beim Ausschneiden oder auch nicht. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber wenn ich mir das Ding schon auf den Rücken mache, möchte ich, dass es... Nee, Andrea, ich habe da gar nichts gegen die Frage gesagt. Keine Sorge. Nee, wir diskutieren jetzt auch nicht. Stolz, ein Unterfranken zu sein. Wahlbayer. Und Grüß aus Barbara, genau. Hä? Ach so, ja, die Barbara kann das unheimlich gut. Aber die Barbara ist ja gar nicht aus Hessen, oder? Wo kommt die Barbara her? Die ist, glaube ich, aus Hessen. Die ist gebürtig aus Hanau oder sowas. Oder kommt in der Nähe, hat immer in Hanau gewohnt. Oder wir jetzt weiter weg, die war auch auf dem Stammtisch. Wo kommst du her, gebürtig, Barbara? Schreib mal kurz. Wir gehen voll ab, die schreiben den ganzen Text von Erbarmen zu spät. Du, das ist gut, dann habe ich wenigstens Zeit, mein Mädchen danach zu malen. Sehr, sehr geil. So. Ich habe mir jetzt mein Mädchen nachgemalt. Also die Außenlinie. Jetzt hole ich mir die Außenlinie von dem Plottermarie-Logo wieder. Mach das Ganze schön klein, dass ihr seht. Du kannst Schildertext, du kannst schön lesen, was die mir schreiben. Ich lese auch, ja. Aus Hanau. 5 Jahre in Hanau gewohnt. Ich leide mit dir. Wobei Hanau ist sehr schön geworden im letzten Jahr, muss man sagen. So, wir gehen jetzt auf Senden. Oh nein, doch Gott. Manchmal hängt er so ein bisschen. Und jetzt dürft ihr das tun, was ihr sonst nicht tun dürft. Ihr dürft euch bei Material die Tattoofolie raussuchen, weil es ist ein Silhouettmaterial. Ansonsten machen wir das nämlich nicht. Die Lara schreibt gerade, Achtung, da passen noch ein paar Punkte nicht. Doch. Stopp, schreit sie, stopp. Ja, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Aufkleberfolie, durchsichtig. Ich suche mir jetzt erstmal meine Tattoofolie. Papier für temporäre Tattoos bedruckbar. Da haben wir sie. Wieso verstehst du uns nicht, Briga? Wir sprechen doch nahezu am Hochdeutsch. Danke. An der rechten Hüfte sind ein paar Kreisen. Ja, ich habe es gerade gesehen. Dankeschön, ich habe es gerade gesehen. Marburg ist schöne Hüfte, ich liebe Bayern und Hessen. Das ist wirklich sehr lustig mit der Hüfte. Ich liebe Bayern und Hessen. Mhm. So. Luja, sorry. So, also, jetzt haben wir die Bellydancerin und auch das Logo komplett drin. Wir haben Papier für temporäre Tattoos ausgewählt, wollen schneiden. Hier steht Messer 4, Druck 25, Durchgänge 1. Ich mache mal Durchgänge 1 und gucke mir das Ganze dann an, weil wenn ihr nicht entladet, passiert auch nichts. Wir gehen jetzt auf Senden und ihr werdet sehen, das habe ich euch ja letzte Woche nicht gezeigt, nein. Letzte Woche hatten wir ja die Passermarken, von daher war also die Print and Cut Passermarken. Jetzt liest ihr gleich die Pixscan Passermarken ab. Ich hole euch mal ganz kurz dazu und blende euch mal nochmal aus. Okay.
Auch hier gilt wieder das Gleiche. Guckt, dass die Rollen nicht im Weg sind. Er liest sich das Ganze jetzt ein. Hat es gefunden. Und legt es. Die Bellydancerin werde ich euch auf jeden Fall nochmal raussuchen. Das war ein Foto, beziehungsweise eine Illustration. Ich glaube, die war von Pixabay. Was hältst du denn von einem mal einen Stammtisch im Pott machen? Pott wie ein Ruhrpott. Oder ein Hirt? Siehst du meine Begeisterung? Ich muss ja eins gestehen, ich habe ja immer gedacht, eigentlich, wenn ich das so nur vom so im Fernsehen sehe, dich, dass du irgendwo einen Spickzettel für alles hast, was du hier so von dir gibst. Und mit dem Druck und Einstellung und Messer und so. Die ist ja gar nicht. I have said all in my here. Jetzt lass uns mal überlegen, wo wir diese Bellydancerin hinmachen. Auf mein Oberarm wird es nicht passen. Was für eine Pommes die drauf. Ah, die Tina ist ja wieder da. Welcome back, Tina, dass dein Rechner auch wieder geht. Schön. Wir haben gerade über den Leberkäse auf dem Oberarm diskutiert. Na, ich sag, Tina rast wahrscheinlich aus, wenn sie es hört. Ja, aber ich habe. Soll ich mir ein Das Problem sieht ja sonst keiner. Was? Wenn wir das auf meinen Rücken machen, sieht es kein Mensch, selbst du nicht. Was ist denn unser Rücken? Und wer sitzt dann? Das ist natürlich, ne? Das ist natürlich auch das dickste Wien der Mensch an, so was du gefunden hast. Doch, ja, wie ist es im Oberschenkel war. Ja, der hat es nicht ganz durchgeschnitten, deswegen machen wir das Ganze gleich nochmal. Der Rund? Nee, das ist bei Papier immer mal. Deswegen bin ich eigentlich für zwei Durchgänge. Boah, jetzt registriert er gerade mal. Ja, Tina, der Käse, super. Ja, wollen wir es auch im Oberschenkel machen? Hier. Das ist ja so. Ja, die Beine verschossen. Nee, warum auch? Ich schon. Wo gehst du denn jetzt hin? Kurze Hose und Wasser. Bist du allein? Ja. So, wo waren wir denn gerade? Im Ruhrpott. Wie, da ist Verbot bis 21 wegen. Was denn jetzt? Mach es dir auf den Bauch und ich trage Bauch frei. Gut, bei der Eva geht es noch. Gut, Stammtisch in Bayern, ja, Gabi, das war ja die letzten Male auch so. Wir sind ja offiziell Bayern, obwohl uns die Bayern verdammen würden dafür. Auf die Wade. Habt ihr Evas Wade schon mal gesehen? Hast gar nichts drauf. Also kam doch wieder ein Aschberg. Gut. Stammtisch in Österreich. Wo denn in Österreich gedreht? Eva ist ja gebürtige Österreicherin und jetzt, wo sie nicht da ist, kann ich mal einen kleinen Schwank erzählen. Sie ist ja sehr stolz auf das Österreich, obwohl es. Oha, ich bin wieder da. Ups. Später. Später, genau. Also, ich habe meine kurze Hose angezogen, habe Wasser. Dann machen wir die. Oh, guck mal, die Achtung von meiner Hose. Schlag's. Dann nehmen wir das andere Bein. Hoch? Ja, ich habe gesagt. Hoch heißt meist nichts Gutes. Doch, doch, gut ist super. So, dann telefonieren wir mal. So, jetzt haben wir hier die Bellydancerin und das Buttermarie-Logo. Wir fangen erstmal mit dem Buttermarie-Logo an. Und es ist ausgeschnitten. So, wir machen das jetzt auf meinen Ohrschenkel. Hier. So, wichtig. Wichtig. Hm. Da ist eine Plastikfolie drauf, die muss man vom Tätowieren abziehen. Wenn man das fest vergisst, funktioniert es nämlich nicht. So, jetzt mal die Instruktionen als alter Tätowierer. Während ich das jetzt drauf mache, musst du so im Hintergrund leise das Suchen der Nadel nachahmen. Ich? Okay. Ich hoffe, das ist schon trocken genug. Normalerweise soll man das immer ein paar Stunden trocknen lassen. Das ist ja. Nicht ganz ab. Noch ein Stück. Hm?
Warum machen wir es nicht auf meinen Unterschenkel? Dann wird man es wenigstens auch sehen, wenn ich eine kurze Hose anhabe. Weil so laufe ich ja sonst nicht rum draußen. Schade. Ich weiß nicht so genau. Naja, du bist ja gerade so, als hätte ich keine Beine. Du hast ja die Kinderausschnitte weh. Also. So, jetzt kommt die Feuerwehr mit Wasser. Also ich ziehe das jetzt auch wieder hier drüber. Wir haben beschlossen, wir machen es auf den Unterschenkel. Dann ist auch jugendfrei. Genau. Also. Was wir jetzt machen gerade, ist Waschlappen drauf. Gib mir mal die Anleitung, ob ich irgendwas vergessen habe. Eine Woche ungefähr, Tina. Ich habe aber leider kein Tattoo-Papier mehr. Ich weiß, dass du nächste Woche einen Auftritt hast. Und eine Woche draufpressen, dann ist es fest. Doppelschnitt, das hat mir sogar dazu geschrieben. Oh Gott, manchmal. 30 Sekunden mal. Take your cut out tattoo and peel away the clear plastic layer exposing the adhesive. Hab ich gerade gemacht. Apply the tattoos and... Apply! So. Warte mal. 10 bis 15 Sekunden until the paper backing slides off easily. Apply! Doof. So, also. Mach mal weg. It slides off easily. Watch out. Ich bin dir wieder. Watch out. Ladies and gentlemen, the belly dancer. Hol mal aber bitte so, dass man mir nicht unbedingt die kurze Hose reingucken kann. So, jetzt musst du ganz wichtig, jetzt sieht man dich. Mein Bein ist freshly da. Langsam, ein bisschen höher. Sieht man sie nicht so schnell. Da ist er. Stark sehen. Also ich finde schon ganz cool. Also wenn man das so, ich habe eine Hose an, auch wenn man sie nicht sieht. So hier, sieht schon echt cool aus. Wo willst denn du hin? Ist ja alles andersrum. Na, also ich finde es ganz witzig. Und jetzt tätowieren wir, stellst du wieder hin. Jetzt tätowieren wir mal noch die. So, dass man nicht unbedingt sieht, wie die Lampen hier stehen. So, peel off the adhesive. Ein Peeling. Ich will auch sowas hier. Ich will es hier. Was ich dir gerade mal sagen muss, ich fand es ja immer gar nicht so ganz schön, gar nicht so richtig geil, der Grundgang, dass du tätowiert bist, aber ich muss sagen, das ist nicht schön gut steht. Ich brauche das nicht. Nee. Also hier. Also ich finde es super. Und gerade wenn du weißt, es hält nur einen Tag und wenn man auf irgendeine Feier eingeladen ist, natürlich hätten wir es mir auf den Rücken machen können, aber da hätte ich mich jetzt wirklich bei diesem Riesending ausziehen müssen, da hätte ich jetzt keine Lust. Ein Peeling. So. Bist du genervt? Ich gucke nicht genervt, ich war konzentriert. Ich wusste genau, was schon ist. So. Und wenn es schlimmer wird, machen wir voll Schlöpfe drauf. Warte. Schatz, sind wir auch wirklich in 20 Minuten fertig? Ja, Schatz. Ich wusste, dass du so viel redest, dass es länger dauert. Ich. Du rennst ja ständig raus, du musst ja die Massen unterhalten. So, 10 bis 15 Sekunden. Also, ich meine, diese Pixcam, hat nichts mit den Tattoos zu tun, aber ich fand es einfach witzig, euch das da mit. Die Vanessa ist ja auch dabei. Servus, Vanessa. Ist die ganze Zeit schon da. Natürlich geht es auch in farbig. Das Plottermarie-Logo siehst du gleich, ist in farbig. Du kannst alle Farben drucken, die der Drucker drucken kann. So, apply until it slides off. Ist so doof. Nee. Und jetzt muss man normalerweise nachtupfen. Nee, echt? Ja. Sei lang. Du hast immer die Kinder tätowiert, ne? Ich weiß. Also es sieht bei mir natürlich absolut dämlich aus, weil ich Sommersprossen habe. Die Punkte, Marie. Also. Natürlich rede ich mit dir, Vanessa. Hey, guck mal, ich bin auch so ein tätowierender Assi. Ja, Assi-Mann, Assi-Frau. Also, ihr Lieben, ist gar nicht schwierig. Geht auch bei Mama. Huch, jetzt habe ich dich verständlich. Ich hole mir jetzt.
Also, traut euch bitte an die Pixcam-Matte, denkt an die böse Hexe. Du meinst wieder weg, ich hab doch keinen Platz. Was für Hexe? Ja, ich habe am Anfang die Geschichte von der Hexe erzählt, die Anja mir damals erzählt hat. Denkt an die böse Hexe und an diese schöne, sieht übrigens sehr sexy aus mit meinem weißen Socken. Und genau, Popeye und Olivia. Das ist also Spargeltante. Stimmt, ja. Oh, das war mir ganz lustig. Probiert es mit der Pixcam-Matte, wirklich. Probiert es einfach mal aus. Alle die, die kommentiert haben heute unter der Veranstaltung, dass sie die noch nie benutzt haben, packt dieses Ding aus, legt euch eine Baumscheibe drauf, macht ein Foto und lest es ein. Bitte, bitte probiert es aus. Das Ding ist viel zu geil, um es einfach in der Ecke liegen zu lassen. Ihr könnt alles abfotografieren, ihr könnt eure Füße abfotografieren und man könnte sogar, wenn man richtig viel Bock hat und sagt, ich könnte sogar seinen Oberkörper drauf abfotografieren und könnte sagen, wo packt man das nächste Tattoo hin, wie groß muss es sein? Also, echt? Ja. Fett. Du bist ein bisschen größer als die Pixelmann, aber so von der Theorie her könnte es ganz gut funktionieren. Du Tatsche. Das sind zwei geile Tatsche. Probiert es aus. Es ist nicht schwierig. Genauso wie bei Printen kann auch. Ein Mi, das kann ich nicht, gilt nicht mehr. Es ist wirklich einfach. Man muss es einfach nur ausprobieren und widersprechen. Natürlich sagt der Sascha Bauschnitt, deine Tattoos sind cooler. Und ich dachte, der mag mich. Ich dachte echt, der mag mich. Namensfälle. Jetzt mal. Sascha ist diese Welt. Vereint euch. Genau. So wie die Vanessa ist ja auch immer alles schön zusammenhalten, ne? Klar. Warum sagt die Heike, dass meine auch Jungfrau ist? Über was spricht ihr gerade? Ich glaube, sie wollte schreiben, meine Sau ist Jungfrau. Das ist ja den Schwein daheim. Vielen Dank. Genau, Vanessa. Munich Cleaning. Oh. Ah, übrigens, wo ich immer nicht so ganz drüber hinwegkomme, weil ich gerade Sau sage, ne? Das müssen wir vielleicht nächste Woche mal aufklären in der Sprechstunde, wie diese Messe denn nun wirklich heißt. Ja, mach doch mal bitte. Ne? Weil manche sagen ja Su, manche sagen So, manche sagen Sau, manche sagen ja So, wie Sewing. Ja, sagen aber auch viele Suing. Ja, aber Sue ist ja eigentlich eher so ein amerikanischer Mädchenname. Hat ja nichts mit Nähen zu tun. Also sagt man? Sewing. Sewing. Wie die Sau. Ganz ehrlich, das hört sich total bescheuert an. Ist aber so. Weil ich fahre nach Cleaning. Peeling? Cleaning. So, wir danken euch für den schönen Abend. Ja. Ich bin jetzt frisch tätowiert, mir tut mein Bein weh und mein Arm weh. Ich muss mich jetzt eincremen und fass mich bloß nicht an, weil es... Achso, das war's ja du. Weil mir tut es nicht weh. Weiß. Mir tut es nämlich nicht weh. Die Matte ist da. Die Matte ist da. Wir sind hier. Ihr seid zu Hause. Habt ein wunderschönes Wochenende. Eine Sache ist noch ganz wichtig. Bestellen. Wer heute bestellt, noch bis Mitternacht wegen der Aktion mit den Strassdöschen. Denkt bitte dran, am Montag ist Brücktag bei uns. Plottermarie zieht mal wieder um. Wir vergrößern uns ein kleines bisschen. Wir sind ab Mittwoch aber auf jeden Fall wieder komplett erreichbar. Und die Lage, also wir sind sowieso da. Anja und ich, wir sind ja immer da. Und aber der Versand geht dann wieder ab Mittwoch, weil eben am Montag noch umgezogen wird. Weil ihr wisst ja, es kommt, ich kann ganz schön schnell reden, ne? Ich war eben gerade kurz vom Herzen. Weil ihr wisst ja, es kommen neue Folien. Wir haben die Deutschlandfolie, wir haben die Bausteinfolie, wir haben die Geolines in allen möglichen Varianten. Und deswegen wollen wir einfach mehr Platz haben, weil natürlich auch die Ideen bei Anja sprießen, wie bei dir die Haare auf dem Kinn und nicht am Kopf. Vielleicht werde ich nächste Woche Mittwoch keine Sprechstunde machen, zumindest keine große, weil eben die Cleaning 2018 Messe ansteht. Jetzt habe ich es dir versaut. Ja. Genau, weil die Messe ansteht, aber da melde ich mich einfach nochmal kurzfristig. Ich danke dem Plottermarie-Team, ich danke meine Anja, ich danke euch allen, dass ihr da wart. Ich bin jetzt tätowiert, saumäßig cool und wünsche euch einen schönen Abend. Vielen Dank an meinen Assistenten. War schön, euch alle kennenzulernen. Und ja, uns sieht man demnächst öfter. Da habe ich was Neues geplant, nämlich eine Videostrecke über Essen. Wer? Ja, ich so. Ach so. Ich und mein Teufel. Ja. Nee, finde ich gut, genau. Du mit deiner Ernährungsumstellung. Lass mich mir kochen. Wirst es dokumentieren, ich koche mit dir, ich filme dich. Mit dir, du kochst mit mir. Nee, du blockst nicht mit mir, aber ich koche mit dir. Ich filme dich. Das hat dir gereicht jetzt heute. Nein, alles gut, du darfst gerne wiederkommen. Macht euch ein schönes Wochenende, passt auf euch auf. Vielen Dank für die Hilfe. Danke, dass du die Eier hattest zu kommen. In diesem Sinne,
Habt es fein, eure Eva mit dem Sascha, der Claudia Marie. Gute.